Den Weg kennt Laura Dahlmeier. Zum vierten Mal hintereinander geht es für sie auf das oberste Stübchen auf dem Siegerpodest. Die letzten drei Rennen der WM ging es für sie nach ganz oben. Und jetzt auch bei den ersten Rennen nach den Weltmeisterschaften von Hochfilzen. Herzlichen Glückwunsch, Laura Dahlmeier, zum 8. Sieg in dieser Saison, zum 15. in ihrer Karriere. Die Führung im Gesamtweltcup hat sie damit ausgebaut. 6 Rennen sind es noch. 86 Punkte Vorsprung hat sie vor Gabriela Kukalova aus Tschechien. Ja, und die Geschenke gefallen ihr. Beste Laune bei Laura Dahlmeier und auch bei Tiril Eckhoff. Die Weltmeisterin von 2016 im Sprint. Herzlichen Glückwunsch. Und sie freut sich nach einer für sie schwierigen Saison. 22. nur ist Tiril Eckhoff im Gesamtweltcup. Und Anders Besseberg, der Präsident der Internationalen Biathlon-Union, gratuliert ihr, ebenfalls ein Norweger. Ja, und auch sie kriegt dieses süße kleine Biathlon-Männchen, made in Südkorea. Platz 3 geht an Anaïs Chevalier aus Frankreich. Ebenfalls 23 Jahre alt, genauso alt wie Laura Dahlmeier. 6. im Gesamtweltcup. War schon 4-mal auf dem Podest in dieser Saison. Hat ein bisschen profitiert davon, dass Marie-Dorin Aber auf der Schlussrunde aussteigen musste. Die lag da auf Platz 3 und hätte vermutlich Anaïs Chevalier noch vom Podest geschubst. Also diese drei, Laura Dahlmeier, Tiril Eckhoff und Anaïs Chevalier, bestimmen das Sprintrennen in Pyeongchang. Dahlmeier hat in der Verfolgung 8 Sekunden Vorsprung vor Eckhoff und 41 vor Chevalier.